vom Strand, wollte ich noch was essen gehen und jetzt habe ich hier ein Restaurant gefunden, wo man an ein Buffet geht und sich das Essen dann abwiegt und nach Kilo bezahlt. Hier kommt mal die Speisekarte. Buffet pro Kilo. Ja, kann man machen. Also für 3,50 Euro ist es in Ordnung. Und jetzt habe ich mir hier einiges ausgesucht. Sieht erstmal lecker aus. Und es hat 14 PS gekostet. So, satt bin ich geworden. Das Gulasch war Rindfleisch. Das andere war Chicken, hat man ja schon gesehen. Es war sehr, sehr lecker. Die Nudeln haben nicht so gut geschmeckt. Die habe ich jetzt auch drauf gelassen. Und der Salat hat geschmeckt wie in Deutschland. Guten Morgen, wieder mal. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Bus, der mich dann zum Flughafen bringen soll. Das heißt, ich fahre von hier aus zum ersten Terminal, um dann in den Bus zu steigen, zum zweiten Terminal, um dann in den Bus zu steigen zum Flughafen. Der ist ca. 30 Kilometer von hier entfernt und das dauert ca. 1,5 bis 2 Stunden. Das Busfahren ist hier ein Thema für sich, denn man muss wissen, wo die Bushaltestelle ist. Dazu muss man sich eine App runterladen und dann kann man schauen, wann ein Bus fährt und wo er hält und wohin er fährt. Hier ist übrigens die Bushaltestelle, dort wo die Mülltonnen stehen. Jetzt weiß ich's. Hallo, guten Morgen. Wer bist du denn? So, da war einer von diesen Bussen. Und hier vorne, wo die gelbe Mülltonne ist, ist auch eine Bushaltestelle. Allerdings hält dieser Bus dort nicht. Also, nicht alle Busse halten an derselben Bushaltestelle. Es ist also ein schwieriges Unterfangen hier in Brasilien mit dem Bus zu fahren. So, hier bin ich jetzt auf dem Busbahnhof. Und zwar mitten in der Stadt der Busbahnhof. Und diese Terminals gibt es jede Menge hier. Das Schwierige am Busfahren ist eigentlich, dass es kein Liniennetz gibt. Die Busgesellschaft holt praktisch alle Busse aus den äußeren Orten mitten in die Innenstadt. Und dann muss man umsteigen in einen anderen Bus im Terminal und so weiter. Es gibt also von Nord nach Süd weder im Osten noch im Westen eine direkte Busverbindung. Und man weiß nicht, wie die Stationen heißen. Was ich noch schwierig finde, ist, dass man als Tourist hier nichts machen kann. Man kann kein Fahrrad ausleihen, man kann nicht das öffentliche Wi-Fi nutzen, weil man muss überall die Registrierungsnummer angeben. Das heißt, jeder Mensch hier in Brasilien hat eine Registrierungsnummer. Und wenn man diese Nummer nicht hat als Tourist, ist ja klar, dann kann man hier nichts machen ohne diese Nummer. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren.